Für die 30 Kilometer lange Strecke Innsbruck-Schwarz braucht man bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer knapp 14 Minuten. 4 Minuten weniger als mit Tempo 100. Der starke Verkehr auf Tirols Autobahnen, Baustellen allerorts und der Lufthunderter sorgen schon jetzt dafür, dass man nur selten wesentlich schneller als 100 fahren kann. Mit dem Igel da, das ist sowieso ein Tempo 100. Die fahre viel von Delft noch ins Unterland. Also viel mehr wie 100 ist eh nicht da. Ich weiß nicht, mir kommt sowieso vor, das wird ein bisschen übertrieben mit dem Igel 100er. Das ist ja Tag und Nacht, egal ob die Sonne scheint, ob es regnet oder ob der Föhnsturm geht. Seit Neuestem steht eh immer Igel 100 oben. Also mir kommt vor, das ist sowieso ein bisschen so eine Augenauswischerei. Das ist halt eine feine Art und Weise, dass man das Tempo ein bisschen oberzügeln kann und die Leute ein bisschen da unter Kontrolle halten. Aber kann man nicht vorstellen, dass das wirklich permanent die Luftverschmutzung so hoch ist oder die Feinstaubbelastung, dass man immer den 100 da oben haben muss. Aktuell wird 100 stimmen, ja. Also wenn das Gesetz wäre, viel ändern würde sich nicht? Derzeit wahrscheinlich nicht, nein, wenn die ganze Autobahn Baustelle ist. Die politische Diskussion über eine mögliche Einführung von permanenten Tempo 100 auf der Autobahn wird trotzdem geführt. Eigentlich sollte man darüber nicht diskutieren müssen, weil es geht um die Gesundheit der Tirolerinnen und Tiroler, vor allem um die Gesundheit von Kindern, alten Menschen und Familien, die im Inntal leben. Das ist eine sehr belastete Zone. Tempo 100 würde hier eine wesentliche Verbesserung der Luft bringen. Und wie Sie richtig sagen, de facto herrscht bereits Tempo 100 auf der Intalautobahn. Aufgrund der vielen Baustellen, aufgrund des vielen Verkehrs kann man auch jetzt schon kaum schneller fahren. Fritz Gurgisser vom Transitforum Austria-Tirol ist die anhaltende Tempo-100-Diskussion ein Dorn im Auge. Die Aufregung ist komplett umsonst, weil schließlich ist es eine Maßnahme, die das Land Tirol 2006 mit dem Maßnahmenpaket IG Luft angekündigt hat. Das ist ja nichts Neues, das habe nicht ich erfunden oder sonst wer, sondern es ist ein Teil der Tiroler Maßnahmen, die die Tiroler Landesregierung angekündigt hat. Der heutige Landeshauptmann, glaube ich, weiß nicht, was die Vorgängerregierung gemacht hat und sollte sich einmal kundig machen. Landeshauptmann Günther Platter will sich ein Tempo 100 hingegen nicht von der EU aufzwingen lassen. Nachdem Tempo 100 aber schon derzeit praktisch Realität sind, verwundert es, warum das nicht auch gesetzlich festgeschrieben werden sollte. Und egal, ob das angestrebte sektorale Fahrverbot für bestimmte Güter dann wieder Realität werden könnte oder nicht. Bei Spritpreisen um die 1,50 € sagt die Geldtasche für jeden gefahrenen Stundenkilometer weniger Danke.